Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Gartenflipper, hier zum DLC von Hausflipper. Und hier kümmern wir uns nur um ein Haus, was von einem Überschwemmungsopfer ist. Sagen wir es mal so. Irgendwie hat es bei ihr eine Überschwemmung gegeben. Was ich aber sagen muss, ist, den Nachbarn ging es gut. Ich würde den Nachbarn jetzt wirklich mal auf den Zaun fühlen, ne? Lol, man kann hier raus. Cool. Gut, wir entfernen erstmal den ganzen sichtbaren Müll und danach werden wir eine Grundreinigung der Böden vornehmen. Aber ist natürlich klar, wenn eine Überschwemmung ist, was wird angespült? Jede Menge Scheiße, ne? So, also erstmal kümmern wir uns um die reine Müllentsorgung. Und danach kümmern wir uns ums Saubermachen, ums Kehren, ums Schaufeln, ums... Na, um alles halt, ne? Erstmal müssen wir die ganzen Dosen wegmachen. Hier hat sich Wasser ein bisschen gesammelt. Hier ist auch noch so ein bisschen Müll. Ich meine... Die Flaschen hätte man schon vorher entsorgen können. Ich soll auch direkt Unkraut zupfen, ja? Natürlich. Machen wir. Machen wir alles. Ich bin professioneller. Sollen wir denn noch Rasen mähen? Nein, da steht da nichts von. Okay. Gut. Also eigentlich könnten wir das Unkraut stehen lassen. Aber ich sammle es auf. Zwecks der Erfahrung, die wir dadurch bekommen. Das ist Löwenzahn, oder? Den wir entfernen. Das ist doch kein Unkraut. Das kann man Kaninchen füttern. Gut, hier ist kein Müll mehr. Wunderbar. Dann räumen wir jetzt einmal hier den ganzen Müll weg. Alles in unsere imaginäre, nicht vorhandene, dafür auch imaginär, alles fressende Mülltonne. Wunderbar. Ah, hier vorne haben wir noch ein bisschen Müll. Ist ja nicht das Problem. Das schaufeln wir flott weg. Hier auf der Fläche soll noch Müll liegen. Ich wüsste zwar jetzt nicht wo, weil diese Fläche ist wirklich sehr sauber, aber okay, gut. So, dann machen wir schon mal hier den Hof, beziehungsweise die Garagenfläche wieder sauber. Die Steine wieder glitzern und glänzen und der Hausherr zufrieden ist. Wunderbar, hier ist nichts mehr dreckig. Ja, hier ist noch einiges verschmutzt. Bleibt ja nun mal nicht aus, wenn irgendwo eine Überschwemmung ist, Wasser kommt oder was auch immer. Hier sind noch 77% Müll. Ich habe keinen Schimmer, wo dieser Müll liegen soll. Ach da. Wow. Moment. Jetzt sind wir bei 88%. Mein Gott, das sind zwei Dosen oder sowas, ne? Das sind wieder zwei Dosen Müll, die sich hier irgendwo verborgen sicher fühlen. Und die Karte sie nicht anzeigt. Gut, hier sollen wir Salbei pflanzen. Dann machen wir das als erstes. Fünf Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Somit ist die Fläche erledigt. Wunderbar. Was sollen wir hier machen?
guckt mal an. Ihr hattet ja geschrieben, dass es auch großen Rollrasen gibt. Dankeschön dafür. Sehr gut. Ich sage ja, manchmal brauche ich einfach euch als Community, damit ich das sehe. Jetzt sehe ich aber auch, was super ist, es gibt keine Kante. Unfassbar. Der kostet zwar ein paar Euro mehr, aber ist flächendeckender, ne? So, wunderbar. Fläche aufgefüllt, so. Was soll man hier machen? Auch Rollrasen legen, natürlich. Zack. 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 Und zack. Wunderbar. Dann legen wir mal hier niegelnagelneuen Rasen hin, dass der neue Besitzer sich natürlich auch wohlfühlen kann. Ich meine, so ein Wasserschaden ist scheiße. Definitiv. Also wir hatten damals in unserem Keller ebenfalls das Problem, dass, wenn es stark geregnet hat... Oh nein, das Spiel ist wieder abgeschmiert. Leck mich am Arsch, Leute. Ich weiß nicht, warum es abschmiert. Wirklich nicht. Es nervt nur langsam. Bis gleich. So. Sind wir wieder. Er ist natürlich blöd, ne? Weil der Rasen liegt jetzt schon. Hier ist ja nichts mehr, kaputt. So erreiche ich das Ziel ja nie. Lol. Ja gut, kommt. Wir müssen Rollrasen legen. Was anderes kann ich halt nicht machen. Was soll ich tun, ne? Wenn das Spiel sagt, verleg Rollrasen, dann muss ich Rollrasen verlegen. Ist natürlich doof gemacht, weil... Ja. Ihr seht ja selber das Problem, ne? Das sind so die kleinen Auseinandersetzungen, die ich übrigens mit diesem Spiel habe. Es gibt immer wieder solche Probleme. Aber sind wir mal ehrlich, es wäre ja wohl langweilig, wenn nichts passieren würde, ne? Wenn alles so flüssig laufen würde, wie es soll. Ich sehe ja jetzt schon, aha, dass es nicht alles zu 100% funktioniert, weil wir da die Problematik gerade haben. Auch hier die Anzeige verschwindet im Untermenü gerade. Man sah unseren Kontostand nicht mehr, weil eine andere Anzeige da drüber lappt. Also so ganz sauber ist das Garten-DLC noch nicht, leider. Aber es ist schon mal gut. Jetzt gucken. Ja, jetzt haben wir 7% verlegt, obwohl wir eigentlich saubersten Rasen hier liegen haben, ne? Ja. Es ist halt ein Bug. Was soll ich tun? Soll ich mich jetzt drüber aufregen? Das bringt nichts. Also lassen wir's. Ich verlege jetzt hier so viel Rasen, wie sein muss, und wir gehen in die nächste Aufgabe, weil letztendlich ist es mein Ziel, alles fertig zu haben, weil wir ja noch unseren eigenen Garten haben, ne? Gehbetonstein 100x50 und Kopfsteinpflaster 100x100. Stück. Und wie viel von den anderen? Achso, gemischt oder was? Gut. Schön. Sind das die? Gehsteig. Das sind wahrscheinlich die hier, ne?
etwas größeren. Ja, genau. Wunderbar. Dann haben wir sie ja gefunden. Ich weiß zwar nicht, warum man jetzt hier wieder so viel machen muss. Aber wie gesagt, ich mache jetzt nur den Fortschritt voll, weil der Garten ist jetzt leider verkackt durchs Abstürzen. Ich weiß bis jetzt noch nicht, warum dieses Spiel abstürzt. Also am Anfang hatten wir ja überhaupt gar keine Probleme. Mittlerweile haben wir irgendwie alle zwei, drei Parts irgendein Problem. Brauchen wir noch Kopfsteinpflaster. 100 mal 100. So. So, was brauchen wir denn alles hier? Eine Feuerung. Okay, jetzt weiß ich, was eine Feuerung ist. So, damit im Garten auch nichts anbrennt. Bank mit Kissen. Sehr gut. Oh, dann können wir uns austoben. Weiße Kissen. Grundlage Wänge. Sitzfläche. Machen wir auch weiß. Sieht ja auch schön aus, das Ding. Muss ich wirklich zugeben. Also schick ist es. Unregelmäßiger Baum. Eineinhalb Meter hoch. Sollen wir viele kaufen. Zwei. Behäbiger Strauch. Wie hoch soll er denn behäbig sein? Eineinhalb Meter. Wunderbar. So. So. So, die Pflanzen müssen wir noch pflanzen, ne? Ist ja normal. So. Und viermal einen Kugelstrauch. Ein Meter. Ja, dann. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. So, jetzt heißt es Löcher buddeln ohne Ende. Aber das haben wir gelernt, das können wir. Ich bin wirklich gespannt, was wir optisch aus unserem Garten machen werden. Weil da haben wir ja auch noch einiges vor. Huch, das wollte ich noch gar nicht. Gut, dann bedecken wir sie jetzt zuerst. So. Ist wieder ganz lustig zu sehen, dass hier dieser Fehler wieder entsteht, dass das Gras nicht nachkommt. Nur in der DirectX 10 Version, ich habe jetzt die 9 gestartet, das war mir jetzt eigentlich pups egal, gibt es diesen Fehler anscheinend. Okay, gut. Hier haben wir keine Aufgaben. Das heißt, wir müssen diesen Rollrasen legen, damit wir es schaffen, ne? Hier ist noch eine 7. Was haben wir hier? Pflanze Johannisbeere.
Wie viele brauchen wir denn von den Johannisbeeren? Zwei. Eins. Zwei. Ja. Staubschristremen waren das, richtig? Genau. Hier so zwei Stück. Oder mehr. Oh. Okay. Salbei. Eins. Zwei. Und Island. Mohn in Gelb. Eins, zwei. So, jetzt muss ich euch noch einpflanzen. Und dann müsste laut Adam Riese diese Prozentzahl ausreichend sein, dass wir endlich hier fertig sind. Weil das ist echt schade, dass dieser Bug entstanden ist. Ich hätte gerne hier überall Rollrasen gelegt, dass man auch ein Ergebnis sieht, aber... Wunderbar. Oh, einmal die ganzen Pflänzchen gießen. Schon nochmal over the top hier. Wunderbar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder hier bei Hausflipper, hier beim Gartenflipper. Bis dahin, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.